Ja, Herr Köse, es ist soweit, der 19. Mai ist da, die Gastro darf aufsperren. Sie sind einer der Ersten oder überhaupt der Erste mit der Blumenwiese. Der Andrang, der ist riesengroß. Ich darf gleich einmal fragen, wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Aktion so zeitig zu starten? Wie läuft's und wie geht es dem Betrieb ganz generell? Es ist ja hier eigentlich eine Premiere. Also wir sind auf die Aktion in dem Sinn gekommen, wir wollten in Österreich ein Statement setzen, um als erstes Lokal, die Öffnungszeiten sind ja von 5 bis 22 Uhr, wir haben die Stunde 5 genutzt, um das Lokal zu öffnen, um ganz Österreich und Wien zu zeigen, dass man trotz Corona-Präventionsmaßnahmen Spaß an der Gastronomie noch hat. Wir haben unser ganzes Team damit eingebunden. Wir zeigen, wir leben das Präventionskonzept, unser Team lebt es und wir haben sogar Spaß damit. Das Ganze ist ins Leben gerufen worden von unserer Geschäftsführerin, die Christina Tran. Mit mir zusammen im Petto haben wir uns überlegt, wie wir das ganze Statement richtig setzen können und zeigen können, was wir können, wie wir es können und den Gast zu zeigen, sichere Gastfreundschaft steht bei uns an erster Stelle. Das war das, genau. Sie haben es angesprochen, es gibt ein eigenes Corona-Konzept. Sie haben mir verraten, Sie sind auch der Corona-Beauftragte. Wie schaut denn dieses Konzept aus? Was sind hier die besonderen Schwerpunkte, auf die Sie gesetzt haben? Wie geht es dem Personal damit und vor allem, wie wird es auch von den Gästen aufgenommen? Gibt es vielleicht ein paar Knackpunkte, wo sich vielleicht Personal oder Gäste schwerer tun? Also die erste große Herausforderung war bei uns, den Empfang zu bewältigen, um den Andrang im Wartebereich zu minimieren, auch zu kontrollieren und sicherzustellen, dass die Leute jetzt nicht im Massenandrang zu uns kommen, haben wir uns als Zeichen gesetzt, über Social Media Kanäle, über unsere Homepage, übers Telefon die Leute darauf hinzuweisen, dass es nur mit Reservierung möglich ist, bei uns hineinzukommen. Am gleichen Tag haben wir es abgelehnt, Reservierungen anzunehmen, um einfach sicherstellen zu können, dass jede Person, die was zu uns als Gast kommt, einen zugewiesenen Sitzplatz hat. Und ja, der nächste Knackpunkt, was ganz wichtig bei uns war, waren die ganzen Takeaway-Bars. Also wir sind sehr bekannt dafür, dass wir unsere konsumfreien Beachbereiche haben, wo sich gerne junge bis ältere Leute frei aufhalten können. Die nutzen aber auch unser Konzept mit den Takeaway-Bars, können sich dort anstellen und ein Getränk kaufen. Da haben wir uns gesetzt, dass wir ein Einbahnsystem einführen und das auch so leben. Also es gibt eine Möglichkeit, dass man reingeht, bestellt bei unserem Mitarbeiter und dann einen geregelten Ausgang wieder. Dort sind Desinfektionsspender aufgestellt, es sind Hinweise, dass man nur mit FFP2-Maske zum Schutz unserer Mitarbeiter bestellen kann und ja. Einer der Punkte, der am meisten besprochen wurde, war die sogenannte Zutrittskontrolle. Geimpft, genesen, getestet, das müssen Sie als Betriebsleiter oder als Geschäftsführer kontrollieren. Wie funktioniert das in Ihrem Lokal ganz genau? Also wir haben unsere Mitarbeiter geschult am Empfang, dass sie genau drauf schauen, wenn die Leute mit einem Test kommen. Der erste Punkt, wo wir hinschauen, ist das Datum. Weil es ist die bekannte Regel, nach der Erstimpfung, 22 Tage nach der Erstimpfung, ist es genehmigt, in ein Lokal einzutreten. Und das ist nicht für jeden das Leichte, weil man muss zurückrechnen. Wir haben uns da Daten gesetzt, wir haben eine Vorlage, wenn man am 19.05. kommt, wann man geimpft sein muss, wenn man am 20. kommt, wann man geimpft sein muss. Wir haben auch eine Vorlage vorliegen, wie lange die PCR-Tests gültig sind, wie lange Antigentests gültig sind und wie lange der Nachweis einer Erkrankung und der Genesung, wie lange der gültig ist. Ist diese Aktion und auch der Betrieb bislang von den Gästen aufgenommen worden? Gab es Verständnis für die Maßnahmen? Hat man da und dort vielleicht auch Kritik, nicht am Lokal, aber an den Maßnahmen gemerkt? Ist es reibungslos vonstatten gegangen? Aus eigener Erfahrung kann ich jetzt mal sagen, zurzeit überhaupt nicht. Die Gäste verstehen es, die Gäste wissen, dass man diese Regeln halt vorgegeben hat von der Regierung. Wir leben diese Regeln, wir erklären es den Gästen. Wir haben auch bei den Reservierungsbestätigungen einen Link zur sicheren Gastfreundschaft, wo das Ganze dann nochmal erklärt wird. Wir sind jederzeit bereit, einen Gast Frage und Antwort zu stellen. Aber bis jetzt haben wir noch keine negativen Einflüsse gehabt von Gästen. Letzte Frage, die Saison, die hat eigentlich mehr oder minder gerade begonnen. Was erwarten Sie sich jetzt noch aus gastronomischer und vor allem auch betrieblich-wirtschaftlicher Sicht? Was sollte passieren? Sie haben auch größere Abstände. Was brauchen Sie jetzt noch von der Saison, damit Sie auch wirtschaftlich gut realisieren können?
Also wirtschaftlich würde ich mich trauen zu sagen, auch mit den Abständen sind wir gut aufgestellt, weil wir einfach einen guten Wechsel im Restaurant haben. Natürlich müssen wir da schauen, dass wir immer eine halbe Stunde Zeitpuffer dazwischen haben, um die ganzen Tische und Karten zu desinfizieren. Aber grundsätzlich erhoffen wir uns so wie alle, dass die Maskenpflicht fällt, weil wir ein Open-Air-Lokal sind und bei 30 plus gerade ist es halt immer für einen Mitarbeiter schwer, mit der Maske zu arbeiten. Da haben wir aber auch Konzepte gesetzt, wie jede halbe Stunde 10 Minuten Pause, dass die Mitarbeiter, dass es ihnen gesundheitlich nicht schlechter geht durch die ganzen Maßnahmen. Und ja, wir hoffen, dass es bald wieder in die Richtung Normalität geht. Wir haben heute den ersten Schritt damit gesetzt und wir sind zuversichtlich, dass es im Sommer bergauf geht.